Der erste VfL Potsdam macht einen wichtigen Schritt in Richtung zweite Bundesliga. Mit dem 24:17 Sieg am vergangenen Wochenende gegen den TuS Winhorst gehen sie als Tabellenführer in die Playoffs. Zum ersten Mal seit 10 Jahren könnten sie wieder zweitklassig spielen. Ja, ich glaube, das Wichtigste war die Abwehr und die Tempogegenschüsse oder das schnelle Umschaltspiel. Und das war so das, womit wir den Gegner den Zahn gezogen haben dann. Nach Saisonabbruch werden 2 Aufsteiger in einem eigenen Turnier ermittelt. In den letzten 6 Wochen spielten 7 Mannschaften in 2 Gruppen, die in Nord- und Süddeutschland gegliedert sind. Die besten 4 Mannschaften beider Gruppen qualifizieren sich für die Zwischenrunde. Die Gäste aus Hannover in den blauen Trikots, die momentan den 4. Tabellenrang innehaben, machen es dem Potsdamern nicht leicht. Schnell gehen sie mit 2 Toren in Führung, doch letztendlich gleicht die erste Hälfte einem Spiel der Torhüter. Knapp 8 Tore nur nach 20 Minuten. Doch die Adler bleiben dran. Stichwort Tempo-Gegenstoß. Cyril Akarpo netzt in der 25. Minute zum Ausgleich. Er ist mit 6 Treffern der beste Potsdamer an diesem Tag. Kurz vor der Pause schaffen es die Hannoveraner, durch den 7-Meter von Milan Masic noch einmal mit 2 Toren wegzuziehen. Haben in der zweiten Halbzeit einfach noch mehr Tempo gegeben, haben in der Abwehr noch mehr verteidigen können und dadurch dann auch vorne mit mehr Konzentration die Tore gemacht. Die zweite Halbzeit ganz im Zeichen eines Mannes, Jan Jochens. Der hat alles fest im Griff. Und wie auch in den Spielen zuvor, zeigt er sich von seiner besten Seite. Und vorne, da macht Nils Lichtlein die Dinger rein. Der Neffe von Weltmeister Carsten Lichtlein mit seinem 1. von 3 Treffern in diesem Spiel und Potsdam erstmals mit 3 Zählern vorne. Die Adler nun wie in einem Rausch, spielen sich zur 7-Tore-Führung. Zum Ende also der wohlverdiente 24:17 Sieg und die Tabellenführung obendrauf. Trotz Niederlage bewahren sich auch die Hannoveraner ihre Aufstiegschancen. Sie bleiben auf Rang 4. Klar sind wir jetzt Gruppensieger, aber es ist einfach nur ein Ziel, das wir alle wollen, auch erreichen wollen. Und mit dem Team, finde ich, ist es drin. Bereits nächstes Wochenende trifft der erste VfL Potsdam auf die HSG Hanau. Dort werden die Adler als Favorit an den Start gehen und wollen selbstverständlich den nächsten großen Schritt in Richtung Aufstieg machen.